Hallo, mögen Sie diese kunterbunten Stadtrundfahrten, diese knallfarbigen Busse, wo Sie Erklärungen in diversen Sprachen bekommen und durch die Städte geschaukelt werden im Hop-on-Hop-off-Verfahren oder eben als klassische zusammenhängende Tour? Mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das nicht wirklich. Daher habe ich Kulturstadtspaziergänge entwickelt. Das sind in der Regel viertägige Touren in Städte, die sich durch UNESCO-Weltkulturerbe-Städten auszeichnen, so muss ich es sagen. Hier zum Beispiel in Edinburgh ist die Altstadt, die Sie jetzt oben im Bild sehen, im Film sehen, mit dem Castle und der Royal Mile als UNESCO-Weltkulturerbe geschützt. Auf der anderen Seite hier von mir allerdings auch die sogenannte Newtown ist auch Weltkulturerbe. Diese Kulturstadtspaziergänge habe ich außerdem noch für Istanbul, für Lissabon, also so diverse Städte, in denen Sie UNESCO-Weltkulturerbe erleben können. Was heißt das jetzt? 4 Tage Städtereise heißt das erstmal ganz sachlich auf den Punkt. Mit schönen Hotels, guten Hotels. Was diesen Kulturstadtspaziergang allerdings besonders macht, ist, dass Sie einen Guide für sich ganz persönlich haben. Ob Sie zu zweit fahren, zu viert, zu sechs oder in einer größeren Gruppe, ganz egal, ab 2 Personen geht das. Sie bekommen einen Guide für jeden Tag Ihrer Reise, jeweils mit einem halbtägigen Städtetourprogramm. Und der bringt Ihnen zum einen die Kulturschätze näher und zum anderen aber auch immer noch einen besonderen Aspekt, mindestens einen besonderen Aspekt zu der Stadt, die Sie da bereisen. Das Ganze nennt sich Kulturstadtspaziergang. Schauen Sie mal auf unserer Internetseite www.reisekulturen.de. Mein Name ist Birgit Bornemeier.